Falls ihr irgendwas gegen mich habt, dann sag es am besten zu mir und nicht irgendwie zu Admiral, denn er kann überhaupt nichts dafür. Viel Spaß beim Video. Ja, ich bin nicht der Admiral, ich bin irgendjemand anderes, um genau zu sein, bin ich der Stello. Und ich will mich jetzt hier nicht einmal vorstellen, denn das sieht man einfach in jedem Gastkommentar so. Ja, also Admiral, wie ich eben gesagt habe, der hat mich eingeladen in ein kleines Gastkommentar, was ich hier jetzt für euch bringe. Und ich habe ein interessantes Thema, was auch zu dem Admiral so ein bisschen passt, denn der Admiral hat sehr, ja, sehr allgemeine Themen, sehr extrem allgemeine Themen, die eigentlich alle beschäftigen, nicht nur irgendwie auf ein Spiel aufgehen, sondern extrem weit sind. Und dieses Thema ist, glaube ich, das weiteste, das größte Thema, was so für euch da sein könnte, überhaupt existieren könnte. Und zwar ist es Deutschland versus YouTube. Eigentlich sollte das so den aktuellen Status beschreiben, wie Deutschland so auf YouTube so wirkt, denn jeder weiß eigentlich, oder vielleicht weiß es, ein paar wissen das vielleicht gar nicht, in Deutschland ist es komplett anders als irgendwie in Amerika oder in England oder sonst wo, und ich habe das eben auch schon mal aufgenommen, und wenn ihr das sehen wollt, sagt mir ruhig Bescheid, das ist eine 37 Minuten Aufnahme, also wenn ihr das wirklich sehen wollt, ich lasse mich da über YouTuber aus, und nicht so schlimm, wie manche jetzt von euch denken werden, sondern eher, Es ist eigentlich nur eine Analyse von den meisten YouTubern. Aber das dauert mir einfach zu lange, und deswegen habe ich ein bisschen gedacht, ja, mach es mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe mal so auf 10 Minuten zu kommen, das würde mir locker reichen. Länger sollte es eigentlich nicht werden. Ja, fangen wir mal an, bevor die 10 Minuten um sind. Ja, also, Deutschland versus YouTube. Also, ja, was versteht man eigentlich unter diesem Begriff? Da muss ich erstmal eingehen, dass YouTuber nicht gleichzeitig einfach nur YouTuber sind und damit meine ich jetzt die Kanäle an sich und dann die Zuschauer, und das ist einfach nicht nur so eine riesige, das ist nicht einfach nur so eine Zahl, ich habe 30.000 Zuschauer, sondern das sind verschiedene Altersgenerationen, die da richtig aufeinandertreffen. Wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel für erstmal die YouTuber, die Videos machen, nimmt, einmal WeLife und Gaming. Das ist jetzt, hört sich jetzt wahrscheinlich sehr nerdig an, aber ich setze das einfach mal so gerade hinaus. Also man könnte jetzt sagen, bei WeLife, Humor, Action, irgendwelche Filme, irgendwelche Serien, bestes Beispiel, Video Game High School von Freddy Wong. Dann gibt es noch irgendwelche Humor, sind keine Serien, dann gibt es alles, es gibt Filme, die auf YouTube hochgeladen werden, alles mögliche vom Fernsehprogramm auch teilweise einfach nur importiert. Alles mögliche, ja, und dann gibt es noch die Gaming-Szene. Also es gibt natürlich auch noch so eine Schminkkanäle und so ein Gedöns und irgendwelche Animierfilme und alles und was weiß ich, einfach diese ganze Unterhaltung. Und dann gibt es bei den Gaming, da gibt es einfach nur Commentaries, Let's Plays und Gameplays. Und Gameplays sind einfach so ein Walkthroughs, wo man einfach nur Gameplay zeigt und, weiß nicht, jetzt einfach so eine Singleplayer-Kampagne oder irgendwie sowas durchspielt. Und das war's, ja. Und bei Let's Play redet man live dazu irgendetwas und versucht so den Typen ein bisschen zu unterhalten. Und bei Commentaries ist das so, dass man vielleicht sogar ein ganz anderes Thema wie der Admiral dazu nimmt, so allgemeine Themen oder auf das Spiel besonders eingegangene spezielle Themen, aber im Nachhinein halt drauf spricht. Und ja, das sind eigentlich so die Möglichkeiten. Ich denke mal, alle von uns werden jetzt hier wahrscheinlich das Gaming-Bit vorzugen, Gaming-Kategorie, denn ja, ich glaube nicht, dass sie mir jetzt irgendwas über Schminkkanäle oder so irgendwas erzählen muss. Also, Gaming. Ja. Ich denke mal,
jeder von euch kennt mindestens ein oder guckt mindestens einen sehr großen YouTuber. Und sehr groß heißt für mich so ab 1,5 Million. Also das ist Abonnenten jetzt. 1,5 Million Abonnenten, das ist für mich sehr groß. Das heißt jetzt zum Beispiel hier, wie hieß er nochmal, PewDiePie mit 12 oder 14 Millionen, keine Ahnung, das hört ja nicht mal auf. Der, ja, das ist dann wieder ein komplett anderes Level. Also dann gibt es auch in Deutschland, denn, also das war jetzt die amerikanische Sparte, dann gibt es, oder ich glaube, er ist über Russe, weiß ich gar nicht. Egal. Gut, denn in Deutschland gibt es dann hier Gronkh, dann gibt es, also als Let's Player, dann gibt es als Commentary oder Kommentar oder, ihr wisst schon, gibt es Commander Krieger und seine ganzen Kollegas da, die da alle mit ihm abhängen, dann gibt es noch, also das sind für mich eigentlich so die beiden, für diese beiden Sparten, sage ich mal, die beiden Riesen. Und ja, die anderen sind dann einfach, es gibt bestimmt noch ziemlich viele große, da gibt es noch ganz viele Leute, die sich mit Gaming beschäftigen, die dann so bei 200.000, 300.000 Abonnenten sind und auch alles legitim, dazu komme ich gleich nochmal. Und ja, ich denke mal, denn der Rest ist einfach nur so kleiner hingestellt. Alles unter 100.000 hat da einfach kaum irgendwelche Aufstiegschancen und da bin ich, glaube ich, ganz unten mit meinen 85 im Moment. Also, gut, kommen wir mal zu dem richtigen Thema eigentlich. Also, es geht darum, wie sich Deutschland und YouTube so verhalten. Denn habt ihr schon mal, ist euch schon bestimmt schon mal aufgefallen, wenn ich jetzt als Beispiel eben PewDiePie genannt habe. PewDiePie ist vor einem Jahr, hatte er 300.000 Abonnenten. Das muss man sich mal reinziehen. Vor einem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe, aber es muss richtig sein. Und jetzt ist er explodiert. Also, besser geht's nicht. Und ist auch so ein Let's Player. Ja, und bei ihm ist das so, wenn man sich seine Videos anguckt, dann wird man einfach nur stumpf unterhalten. Man kriegt dann aber schon ein bisschen mit, wenn man ein bisschen auf die Person achtet, wie sehr da gespielt ist. Und das wirkt sich im Moment sehr auf Deutschland aus. Sehr, sehr extrem. Wenn man sich zum Beispiel Sarraza anguckt, als Let's Player in Deutschland, da finde ich das schon richtig krass, wie viel da gespielt ist. Also da ist nichts mehr normal. Der redet einfach nur noch, also so würde er nie zu euch normal reden. Der würde, ja, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwelche Radiosprecher oder so anhört, da ist es ja noch so, da hört man so ein bisschen, das hört man ja raus, das merkt man ja, dass das so die Person auch so ein bisschen ist. Es ist nicht alles gespielt. Natürlich ist es deren Beruf und sie verdienen nur dadurch ihr Geld. Vielleicht immer, naja, ist ja das auch nicht mein Problem. Aber man merkt, dass es nicht alles gespielt ist, sondern vielleicht ist auch diese Realität ein bisschen sogar gespielt, dass er in Wirklichkeit gar nicht so seine Person zeigt, sondern sogar, dass das gespielt ist. Aber dann ist es richtig gut. Aber bei Sacharza zum Beispiel, wie am Anfang gesagt, wenn ihr irgendwie jetzt Sarraza-Fan seid oder so, aber wenn du Sarraza bist, dann, ja, schreibt mich halt persönlich an. Der Admiral kann da gar nichts dafür. Also dann, ja, ich beleidige jetzt hier niemanden, aber trotzdem. Da finde ich das schon extrem gespielt, so würde nie jemand normal reden. Also, ich versuche jetzt mal gerade ein Beispiel zu machen. Und oh, da sehen wir auch schon wieder, oh, da spricht doch, oh Gott, war die Sache schlecht. Aber schon so hört sich das an. Und wenn man sich denn so die zusammen anhört, dann hört man schon sehr, wie man darauf erpicht ist, halt die ganze Zeit. Oh, jetzt, wir brauchen einen neuen Gag. Oh, da haben wir einen und lachen wir jetzt 3 Minuten drauf rum. Und das finde ich nicht normal. Das ist nicht natürlich. Vielleicht hat man sich auch schon so da reingeredet, dass man irgendwann einfach nur so extrem das schon so gewöhnt ist in diesen Videos. Und man war die Lache froh und schlecht ist. Hoffentlich muss das nicht irgendwie schneiden oder so. Gut. Ja, und das finde ich halt, wirkt sich im Moment in Deutschland extrem aus. Und da gibt es noch so Leute wie zum Beispiel Danny Burnish, ja? Also, ja. Ich denke mal, da ist dann so ein bisschen, ja, wie erkläre ich das ist am besten? Ich meine, wenn ihr euch Gronkh anguckt, Gronkh ist für manche kleine Leute, ich denke mal, so seine Zielgruppe ist so unter 18. Ja, okay, 80-70% unter 18. Und ich kenne selbst Leute bei mir, ich fahre täglich Zug und die kleinen Kinder aus der Grundschule sitzen da und unterhalten sich über Gronkh. Und
Also ich krieg das schon mit und ich bin jetzt seit 3 bis 4 Jahren auf YouTube immer zugange gewesen. Ich hätte das schon mitbekommen, wie sie sich so alle entwickeln. Und jetzt noch, was waren das, 300.000 oder so Abonnenten hatte, denn da war das schon noch etwas anderes. Der hat ja nicht so übertrieben gespielt. Aber bei Gronkh ist das so, ich möchte mich jetzt nicht über Gronkh auslassen, denn bei Gronkh ist das so, der hat sehr gut gemacht, der hat schon, der supportet auch andere. Das habe ich in meinem sehr langen Video nochmal sehr ausgeführt. Der supportet andere, er kümmert sich nicht nur selbst um sich, sondern ist halt trotzdem eine sehr sympathische Person in sich. Er verstellt sich nicht total, sondern hat so den perfekten Mittelpunkt gefunden. Ich meine, eigentlich besser finde ich geht's gar nicht, aber er hat durch diese ganz kleinen auch, durch die, also für mich sind im Moment die ganz Gong-Zuschauer sind alle unter 18, beziehungsweise die waren sogar unter 16 und unter 14, sage ich. Also die waren teilweise recht Grundschüler und sind dann mit dem Zug hin und her gefahren. Und die fand ich schon so. Ja, also die haben. Das waren richtige Fanboys. Die wollten die ganze Zeit immer nur das machen, was Gronkh macht. Ich finde einfach, das ist für mich so die typische Fanboy-Reihe. Und haben alle, die irgendwas anderes sagen, die haben sie sofort, sind sie sofort drangegangen. Und das ist halt das Schlimme eigentlich, finde ich, auf YouTube im Moment in Deutschland, dass immer so viele irgendwie einfach auf Nachmacher aus sind. Das ist in Amerika und England, das ist anders. Aber die akzeptieren andere auch. Und bei uns ist das so, dass das einfach, ich habe das Gefühl, dass nicht in England, das ist in England oder Amerika, dass da einfach die Leute älter sind, die die Videos gucken. Und dass sie hier sind einfach noch zu jung, die haben halt noch keine eigene Meinung, die werden halt von anderen so beeinflusst und die haben ja Macht. Wenn die sehen, oh, das Video hat 1 Million Aufrufe, dann gehen die darauf und fühlen sich dann halt zugehörig und haben halt keine eigene Meinung, sehen sich dann nichts Eigenes ein, sondern gehen dann halt nur alles auf das ein, was er sagt. Für die Leute sind dann die Leute, sind dann die YouTuber einfach das Wahre. Da gibt's nichts anderes. Das ist zum Beispiel bei Gronkh so, dass die Kleinen den sozusagen als Ersatzvater ansehen. Das ist wirklich so. Ich habe das mitbekommen. Und das sind nicht die einzigen, ich weiß nicht, das waren 20 Kinder oder so, die ich bisher da gesehen habe, die immer einfach nur von Gronkh geschwärmt, so was sie heißen, aber die einfach extrem drauf abfahren, alles andere. Egal, sogar wenn man irgendein Spiel spielt, oh, du Gronkh nachmachen oder was weiß ich. Ja, also ich finde das schon richtig extrem, was die da machen. Das sieht man so. Die Macht natürlich ist in Deutschland genauso wie in Amerika oder in England, aber da habe ich das Gefühl, dass die sich trotzdem noch so ein bisschen weiterbilden und nicht einfach nur alles glauben und alles darauf eingehen, was die in Deutschland denn zum Beispiel denn machen. Also für mich ist eigentlich nur das Paradebeispiel ist für mich YTT, was sie einfach, die hatten ja auch als das ist jetzt auch Real Life, aber trotzdem, die haben sich ja auch ziemlich stark entwickelt durch kleine Zuschauer und sind dann ein bisschen am Ende, sind dann noch ein bisschen auf etwas Älteren so aufgestiegen und jetzt sind sie halt so in so dieser Mittelregion. Ich denke mal so, die Zielgruppe ist bei 17 bis 14 und also das ist die Hauptzielgruppe, da schätze ich also über die Hälfte, 60% ein und der Rest ist, denke ich mal, dann so ganz normal. Also ist bis von 18 bis weiß ich, 40 alles dabei, ja. Also ja, also ich finde dann alles bei denen, ich muss mich jetzt gar nicht auf den stützen oder so, denn ich bin in der Gaming-Szene gerade, aber trotzdem ist es bei denen so ein Paradebeispiel, was man so an Macht zeigt, wenn die ihr Buch rausbringen und alles CD und irgendwelche Lieder und so und wenn die sagen, oh, wir wollen in die Charts und dann bringen die in die Charts, egal wie gut das Lied ist und ja, das ist für mich so das Paradebeispiel. Dann ist es so, dass das Niveau in Deutschland, also in der Gaming-Szene, extrem abrutscht. Wenn ich jetzt, ja, es ist jetzt so ein bisschen Flame, aber es ist halt so. Gerne könnte mich dafür haten, das ist mir scheißegal, was ihr dagegen macht. Danny Burnage, ja. Also, das ist für mich so das ganz unten. Also ich finde schlecht bis zur Grenze, also ich finde schlechter geht's nicht. Was, also Kommentarfähigkeit finde ich bei Ihnen von einer Bewertung von 1 bis 10 ist bei mir bei 3, 4 höchstens. Also ich finde das irgendwie
ja, ich möchte ihn jetzt nicht beleidigen, aber trotzdem finde ich das nicht gut, was er da macht. Und trotzdem gibt es immer noch diese ganz kleinen Fanboys, die immer zu ihm halten und alles, was irgendwelche anderen Leute machen, und das, halt dagegen angehen. Und für mich ist es so, ich habe damit selbst schon Erfahrungen gemacht, ich mache das Video nicht mehr lang, keine Angst, dass ich das wieder 30 Minuten lang mache. Ist es zum Beispiel so, Moondai ist ein deutscher DayZ-YouTuber und der ist halt etwas, es ist glaube ich der, so der größte DayZ-YouTuber in Deutschland. Und als ich denn das erste DayZ-Video gemacht habe bei mir, und also ich meine das erste neuere, davor hatte ich schon eine Menge, das neuere gemacht hatte und dann er halt gerade seinen übelsten Hype drin war, kamen dann Fanboys wirklich zu mir rüber und haben auf meinen Videos dann geschrieben, dass ich im Moondai nachmache bin, weil ich das Spiel spiele. Das ist eine ernsthafte Begründung. Und da habe ich mir gedacht, so läuft das halt in Deutschland ab. Also, wirklich in Amerika und England habe ich das nicht so extrem gesehen. Und ich denke, dass in Deutschland müssen sich die YouTuber mehr gegenseitig helfen. Ein einziges Like oder so passt schon. Das reicht vollkommen. Also, man muss nicht irgendwie, oder wenn irgendein großer Zuhörer, ihr müsst nicht irgendwie einfach ein ganzes Video drüber machen oder so wie der Commander Krieger, dann macht das schon sehr gut, wie der das auch so eine Art Vaterfunktion für die meisten, deswegen auch extrem erfolgreich in letzter Zeit, mit seinen Padawan und so. Da hilft er schon die meisten Leute, also diese zwei, glaubt ihr, das zwei Leute, die hilft er halt extrem. Egal, ja, es ist halt seine Bewertung, wie gut die sind, das ist eure Entscheidung, ob ihr die mögt oder nicht, aber das ist jetzt ein bisschen auf mich so abgezielt gewesen, aber es ist ja egal. Also ich denke mal, man sollte nur andere Leute helfen und mit anderen Leuten mehr kooperieren. Also in Deutschland ist das sonst so, sonst habe ich wirklich das Gefühl, dass halt YouTube gegen Deutschland so angeht. Ich meine, das ist echt die deutsche Regierung und so, sondern ich meine die Zuschauer da drin. Und die sind auf jeden Fall, ich weiß nicht warum, aber eine Ecke jünger als die Leute halt in Amerika und England, die dann halt, wie gesagt, ihre eigene Meinung noch dazu bilden. Und das, finde ich, ist das Ziel, was sie in Deutschland auch irgendwie kriegen sollten. Deswegen ist, bei mir ist es so, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie kompletten Mainstream auf dem Kanal draufkloppe, weil genau davon werden die angezogen. Oder ich weiß auch nicht, wie viele davon jetzt hier beim Admiral zugucken. Es ist nun mal so, dass ich bin halt im Moment sehr ehrlich dazu, zu diesem Thema. Und ich möchte nicht so einen extremen Hype von dieser Zielgruppe so verspüren, weil ich halt dagegen arbeite, dass die halt etwas selbstständiger werden, etwas selbst mehr denken. Denn, ja, wie gesagt, also die aktuelle Lage in Deutschland finde ich von den Zuschauern in der Gaming-Szene etwas zu extrem. Es ist, wie gesagt, bei den ganzen Schminkkanälen und so, das ist denn ist natürlich eine komplett andere Zielgruppe. Oder wenn man jetzt den Humor oder so Waititi oder so sieht, dann ist es auch wieder, das ist schon noch viel allgemeiner. Im Gaming ist das so, dass zum Beispiel, ja, das ist jetzt schon wieder drauf rumgehacke, also ihr wisst ja, Call of Duty und die etwas jüngeren, ja, die jüngere Generation passt ziemlich gut zueinander, muss ich sagen. Und deswegen ist es bei den Leuten, wie dann zum Beispiel Commander Krieger, ist es denn etwas, ja, etwas stärker als bei anderen. So kann ich es einfach sagen. Also ich wünsche mir, dass bei YouTube einfach, dass auf YouTube in Deutschland einfach mal mehr unterstützt wird und nicht so einfach immer auf die eigene Macht so plädiert wird. Denn, seid mal ehrlich, die größeren YouTuber können nur größer werden. Die werden nie kleiner werden, weil sie einfach schon so ein großes Fundament haben, dass sie da nichts mehr von abreißen können. Und das ist einfach, ja, ich denke, man könnte sich dann immer noch so ein paar Steinchen davon abschlagen und die anderen verteilen, denn ohne Hilfe kann in Deutschland nicht YouTube anwachsen an der Vielfalt. Es wird immer so sein, dass das Gronkh der Größte sein wird, also von den größten Abozahlen und so. Und allein wenn man sich mal die Suche anguckt, wenn man in der Google-Suche, da ist Gronkh 2 Millionen, ne, warte, in YouTube-Suche 2 Millionen mal pro Monat wird auf YouTube Gronkh gesucht und das ist schon richtig krass. Und wenn man einfach vielleicht sich 10.000 oder so davon abgibt, um mal ein bisschen anderen, dass das so zeigt, auch wenn das vielleicht bei Gronkh jetzt nicht so der Fall ist, sondern da, also weil da einfach
ja, wie gesagt, einfach die jüngere Generation auch mit hat, sondern das ist halt so ein bisschen, es reicht schon, wenn das irgendwie so 60.000 größere von Abonnenten, wenn die das schon machen, denn davon hat komplett Deutschland was, also davon geht die komplette Vielfalt nach oben und viel mehr Abwechslung und alles, und damit kann man auch viel, viel bessere Videos machen, und ich glaube mir, damit macht es auch viel, viel mehr Spaß. Gut, denn ist es das für diese Zeit erstmal gewesen bei mir. Also wenn ihr noch mehr Lust habt auf Videos von mir, mehr themenbasiert und nicht so auf dieses Thema. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen zu ernst war. Letztes Mal hatte ich ein bisschen zu viel Spaß an dem Thema. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch noch das andere geben, irgendwie die Tonspur oder so. Schreibt es mir einfach unten rein. Und also das 37 Minuten Video. Und dann, ja, sehen wir uns vielleicht bei mir wieder, vielleicht nochmal beim Admiral, wenn ihr Lust habt, guckt bei mir vorbei. Ich glaube, jetzt habt ihr so eine kleine Einsicht. Also nochmal kurz, was ist so, bei mir gibt es eigentlich nur Battlefield und DayZ und das war es eigentlich so. Also nur das spiele ich ohne aufzunehmen. Gut, und ich kümmere mich sehr um das Editing und so ein Zeugs. Und ich glaube, ich mache bei mir noch so einen kleinen YouTube-Guide, denn ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt auf YouTube. Ich denke mal, also ich bin nicht groß oder so, aber ich denke mal trotzdem, dass ich ein bisschen darüber sagen kann, was man so machen muss, um denn halt den richtigen Schritt zu tun und dann auch in diese Richtung, wie ich das die ganze Zeit gesagt habe, denn etwas größer zu werden und überhaupt mit YouTube anzufangen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.